Willkommen zur Mini-Challenge, wollte ich gerade anfangen, aber das ist ja Quatsch. In meiner Botschafterfunktion hier für die Handball-WM in München haben wir gedacht, wir gehen auch zu anderen Sportlern, um mit denen eine kleine Challenge zu machen. Um A, Handball meets Basketball, Eishockey, whatever. Aber wir brauchen ja einen Richtwert. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der dieses Spiel in- und auswendig kennt, als Weltmeister von 2007, Welthandballer als Torwart. Gab es, glaube ich, nur einen. Der steht neben mir, Henning Fritz ist da, ist Botschafter für Hamburg, auch für die Handball-Weltmeisterschaft. Henning, ist richtig, dass du dieses Cornhole-Section schon öfters geworfen hast, ja, oder? Ja, also in meiner Freizeit, das ist ja eine Freizeitbeschäftigung von mir, dass ich jede freie Zeit nutze, um dieses Spiel durchzuführen. Deswegen kann man mich da auch als absoluten Spezialisten bezeichnen. Dann klär uns doch mal über die Regeln auf. Von daher, okay. Wie wir da anfangen. Ich merke, du hast mich getroffen. Ich bin natürlich kein Experte, deswegen bin ich hier auch absolutes Greenhorn und überlasse dir die Regelkunde. Also ich bin mal davon ausgegangen, du standest im Tor. Wenn man 7 Meter wirft, war das ja eine spezielle Situation, A für Spieler als auch für Torwart. Deswegen habe ich hier unser Spielfeld aufgebaut, 7 Meter Entfernung. Von da muss man quasi das Loch treffen, was hier auf diesen, können wir mitkommen, was man hier drauf sieht. Du darfst dir noch eine Farbe ausdenken oder zumindest wünschen, rot oder blau. Und wir haben 3 Versuche, um, ja, in Form auf meinen Mittelfinger quasi. Ich finde, das ist schön kreiert. Ja, genau. Also solange der da nicht liegen bleiben muss, ist alles gut. Reihe von diesen Säcken müssen da aus der Entfernung 7 Meter rein. Aus der Entfernung hier 7 Meter gegenüber. Also ich werde rot nehmen als Bayern-Anhänger. Okay, dann habe ich ja schon keine Wahl mehr. So, dann du darfst aber gerne anfangen. Nee. Du bist ja der Gastgeber. Alles und klar. Als Gastgeber würde ich dir den Vortritt lassen. Würdest du dann bitte deine 3 Säckchen von diesem Kornholbrett wegpacken? Ich mache das zum ersten Mal heute. Keine Ausreden. Ich hoffe, ihr kommt mit. Nicht so wie der Experte, der sich das als Freizeitaktivität genommen hat. Achtung, erster Wurf. Ach, komm, wir machen das abwechselnd. Mach du mal dazwischen. Ja, genau. Ach, aber oft, da treffe ich doch das Brett nicht. Ja. Nicht filmen, das war Probe. Das war außerdem wer anders, das war nicht ich. Okay. Oh ja. Oh! One shot. Direkt rein. Wie nennt man das beim Basketball? Da wurde der Ring nicht getroffen. Oh, nee, andersrum. Wie heißt das Netz nicht getroffen. Also ich wusste, dass auf jeden Fall beim Basketball, wenn man am Ring vorbeitrifft, eine Kiste Bier kostet. Ich glaube, das ist auch sicher. Hole in one? Nee, das ist das nee, Golf. Ne? Das ist das beim Golf. Also meine so, Güte, jetzt. Ey. Ach du Scheiße. Wie nennt man das denn nochmal beim Basketball? Also wenn wir uns die Jungs beim Basketball Airball. Airball, so, das war ein Airball. 2-mal Airball für Henning Fritz, einmal ich glaub, ich werf gleich mit Hole in One für Klein. So. Ich werf gleich mit links. Ich würde sagen, gleich ist das Ding vorbei. Heiß! Leck. So, ich glaube, Henning, das ist deine letzte Chance. Ansonsten gehe ich als Sieger vom Platz. Mensch! Wer beim ersten Versuch das schafft, hat das heißt, du hast gewonnen? Ja, klar. Hast aber auch verdient als Gastgeber. So schnell machen wir das. Also diese Challenge, mit der werden wir jetzt rausgehen und die anderen Sportler auch auffordern, mal da reinzutreffen. Aber mal schauen, was das wird. Henning ist auf jeden Fall kläglich gescheitert. ich mit meinem Hole-in-One vielleicht noch ausbaufähig. 1 von 3 ist schon mal nicht schlecht. Aber bleibt dran und wir werden noch ein paar andere davon begeistern, Handball zu spielen. Viel Spaß.